So, da sind wir auch wieder. Auf dem Weg zu Mr. Owl. Dann gehen wir mal rein. Hallo Mr. Owl. Der hat sich schmecken lassen. Die hängen die alle tot. Und wir sind im Raum von Dings. Von... Hier ist ja alles gleich. Aha. Nur ein wenig verstörend. Ich möchte raus. Das sind die Toten? Wie gesagt, da hat sie sich auch nicht schmecken lassen. Here we are. The last dinner. Was? Thank you for all the memories. Ja, kein Problem. And Harvey, I'm really glad you brought the cigars. The lake will be grateful. Take a look at the black cubes, would you? Mach ich. Bist mir nicht ganz geheuer, mein Freund. Ja, nick mir doch ein bisschen zu. Das ist doch... Das sind die ganzen Leute, die mir gekillt haben. Mr. Reindeer. Ist das Schwein? Hase. Fasan und... Hab ich gemacht. The memories are not only the key to the past, but also to the future. Mhm. Have a look. Okay. Das ist ein bisschen creepy. Ist das ein Aufzug? Der führt nach unten. Sind wir das? Wird fortgesetzt. Thank you for playing Rusty Lake Hotel. The story of Rusty Lake continues. To follow us on social media or subscribe to our Newsletter, did you get all stars? Win a secret code. Meine Sterne. Zwei Stück fehlen mir. Okay. Dann sind wir wohl durch mit dem Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Ich kann versuchen, nochmal die anderen Sterne zu kriegen. Versuchen wir jetzt auch mal. Good afternoon. Let me introduce myself. Du bist Mr. Owl. My name is Mr. Owl. I am the owner of the Rusty Lake Hotel. Oh, look. The guests are arriving. They all have their own reasons to be here. And I have my own reasons to let them stay. We will be having 5 dinners. Make sure everyone is worth dying for. I'm sure it's going to be a wonderful week. Let's make some memories. So. Du machst mal allen wieder Getränke. Steht da Weißwein, ne? Hast du gesehen? Rotwein. Mal in die Getränke gebracht.
Können wir essen? I have to prepare dinner first. Oh, Essen ist angerichtet. Okay. Essen ist doch fertig. Okay, geht doch. Ich weiß gerade nicht, wo uns noch Zeug gefehlt hat. Have a look at my portrait. Das hat man gehabt. Man kann leider nicht die Kapitel überspringen, oder? Also jetzt mal so gefragt. Meine Sterne. Ja gut, ne? Also im Großen und Ganzen war das Spiel interessant. Wird jetzt zwar ein extrem kurzer Part, aber was soll's. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Würde ich auch mehr solche Point-and-Click-Adventures machen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst es mich auch wissen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.